Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, unser Auto ist wieder komplett im desolaten Zustand. Dann wollen wir das mal wieder auf Vordermann bringen. Ein Glück habe ich schon die schnelle Zapfsäule. Und rein damit. Ach, das wäre schön, könnte ich mein Auto auch so schnell betanken. Ist echt praktisch. Ist das Auto überhaupt aus? Das ist ja das Wichtigste. Ich würde sagen, ich weiß es nicht. War aus. Gut, aber Licht war an. Das ist natürlich klasse. Kein Wunder ist die Batterie dann immer leer. So, eine Stahlplatte. Und hier haben wir auch eine Stahlplatte. Okay. So, ein Scheinwerfer, der sieht heil aus. Sieht hier ein Scheinwerfer nicht mehr so heil aus? Och. Och, die haben ein bisschen gelitten, wa? So, weg damit und hoffentlich der heile wieder rein. Nicht der kaputte rein. Ja, das sieht doch gut aus. So, dann gleich mal an die entsprechende Stelle kommt der. Soll ja auch repariert werden. Und der. Ist das nicht toll, dass wir Scheinwerfer einfach hier kostenfrei reparieren können? Hui, und noch was ganz Kleines, 3x3 haben wir nicht. Könnten wir aber auch reintun. So. Haben tatsächlich noch einen Scheinwerfer hier. Habe ich gar nicht gewusst, dass wir so gut vorbereitet sind. Der Impulsemitter Stoßstange, aha, sieht nicht gut aus, Stahlplatte. Sieht alles nicht gut aus, sieht alles nicht gut aus. Wissen wir Bescheid. So, Stahlplatte, Stahlplatte, Stahltür. In die Hände damit. Ich würde sagen, die Motorhaube ist als erstes mal dran. Legt man die mal dahin. Er zerstört natürlich jetzt das Farbschema vom Auto, weil ich komplett neue Teile hier ran mache. Oh, sieht aber auch nicht schlecht aus. So, die Stahlplatte tun wir am besten mal hier auf den Stahlplattenstapel legen. Wieder auf. So viel Platz haben wir, glaube ich, aber gar nicht. Die sieht ja noch halbwegs in Ordnung aus. Die ist auch halbwegs in Ordnung. Müssen wir mal schauen. So viel Stahlplatten gehen, wie gesagt, nicht rein. Ich bräuchte so ein größeres Teil, das können wir aber irgendwie machen. Erste Stahlplatte, dann haben wir noch eine Stahltür. Vielleicht für den Kofferraum oder so. Jo, das läuft doch schon. Nehmen wir mal mit zum Reparieren. Deponieren. Deponieren. So, Reifen nehme ich mit in die Hände. Weiß nicht, ob wir überhaupt Ersatz dafür brauchen. Ich glaube nicht. Können wir einfach in so ein Teil hier stopfen. Rein damit. Und Stahlplatten. Oh, da haben wir auch kaputte Stahltüren. Kaputte Stahlplatte. Können wir ja alles, nicht mal alles verarbeiten. So. Her mit den Ressourcen erstmal. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig ist das. Primitiver Scheinwerfer. Wieso ein primitiver Scheinwerfer? Wieso habe ich den noch im Inventar? Normaler Scheinwerfer, normaler Scheinwerfer. Ja, dann würde ich sagen, den primitiven Zerlegner halt. Und dann den Rest behalten wir. Habe ich noch so eine Perle aufgesammelt letztes Mal? Eventuell nicht. Oh, Fackeln. Da will ich nicht lange Fackeln, die brauche ich doch so dringend. So. Die Stahltür müssen wir natürlich auch nehmen. Ich würde sagen, schauen wir mal. Och, die sehen alle reparaturbedürftig aus, aber nicht so. Ah, ich würde sagen, die lagern wir ein. Müssen eh was reparieren, das heißt, schadet jetzt auch nicht, wenn wir alle Stahltüren dran lassen. Hui, ich habe in den Optionen eingestellt, dass man die Teile hier ein bisschen besser sieht. Fand das immer ein bisschen nervig, die im Dunkeln zu sehen. Ich finde es so eigentlich ganz praktisch. Ui. Wird uns nicht mehr so viel Loot entgehen. Ist es auch so nicht, aber finde es trotzdem ganz praktisch. So, hier mit den ganzen Ressourcen müsste man hier ja nicht mal aufsammeln. Ein Jommerreifen. Ja, wunderbar. So, primitive Tür. Und der Ersatzreifen. Leider keinen besseren. Ist aber wenig dran an dem Auto heute. So, dann wollen wir hier nochmal freundlich nachfragen. Was ist das?
Ah, Metallschrott. Brauchen wir ganz viel wieder. Hui, her damit. Und noch mehr. Aha. Oh, das war's. Gut, dann saugt man das hier mal ein. Das ist klasse. Gutes System. Wünsche ich auch, Staubsauger würden wirklich so funktionieren. Okay, die Mülltonne hat uns genug gegeben anscheinend. Wir sehen ja auch Container, mit denen wir interagieren können, besser. Ne? Finde ich ganz gut. So, Batterie. Ja, mehr kann nicht schaden. So, da müssen jetzt noch ein paar Stahlplatten rein. Zwei Stück können wir noch. Ah nein, die wurden ja auch aufgesaugt. Manchmal bin ich dumm. So, Stahlplatte. Rinder. Und noch eine. Und dann müssen wir den Loot natürlich noch. Stahlplatte haben wir hier auch. Die sieht am kaputtesten aus. Nehmen wir doch die. Das lohnt sich. So, und theoretisch, ja, könnte man hier eine reinmachen. Aber ich finde, mit vier Stahlplatten sieht das schon ganz gut aus. Was piept da eigentlich? Hallo? Der beste und einzige Piratensender der Olympic Exclusion Zone. Besser als all die Amateure im Ärmelkanal. FFFX. Okay. Inventar öffnen. Nö. Nee, gut. Da war's drin. Da ist was drin. Ach ja, das waren hier diese Baumbonbons. Okay. Kann ich das noch stapeln? Bonbon zu Bonbon. Dann schauen wir mal. Glas, Scheren, Klebeband, Metallschrott, Gummi, Plastik, Zahnrad. Ja, und der Rest geht nicht ins Inventar, zumindest nicht freiwillig, würde ich sagen. Sortieren wir mal irgendwann anders. Ich finde, das ist schon, das ist in Ordnung so. Wunderbar, da ist noch ein Scheinwerfer drin, wir haben jetzt aber genug, den können wir also zerlegen. Hoffentlich kommen Fackeln raus. Nein, Glühbirnen, brauch doch Fackeln. Na, egal. Glühbirne kommt mal rein, Zahnrad kommt mal auf die anderen. Warum denn nicht, wenn sie schon so anbietet? Okay, hier haben wir auch ein bisschen. Schauen wir mal, was wir hinten drin stecken haben. Voller Benzinkanister, Starthilfe, Leiterplatte, Glühbirne. Okay, Reparaturkit, Konserve auch ganz wichtig. Ein Plasmaladegerät, wunderbar, haben wir das also auch schon gemacht. So, mal die Glühbirnen hier rein und vielleicht die Leiterplatte. Die brauchen wir zwar irgendwann, aber schauen wir mal, was rauspurzelt. Elektroschrott und Plastik. Das war nicht sehr lohnenswert. Nein, ich wollte doch nicht ans Faxgerät. Was mache ich denn für Faxen? So, Rohrpost, ja, können wir was. Wir haben 4,1 instabile Energie. Was... Hier wird ja angezeigt, was wir machen können. Überlebenswerkzeuge, Ersatzglühbirnen-Kit, aha. Magnethammer. Befreier 2, also der hat dann mehr Plasma-Verschrotter. Ich glaube, der hat eine höhere Strapazierfähigkeit, den machen wir mal. Hey, wo willst du hin? So. Und dann Knotenpunkt Restabilisator. Da brauchen wir Plasma und ganz viele Thermosaftkristalle. Die haben wir natürlich noch nicht. Hier, was haben wir da? Gepanzerte Platte für eine Olympiumplatte. Okay, hört sich ja gut an. Wir haben gepanzerte Stoßstangen, die wir machen können. Dann machen wir zuerst die gepanzerte Stoßstange. Obwohl ich mit meinem Limpuls... Nein, ich will es auch leeren. Obwohl ich mit meinem Limpuls-Emitter eigentlich gerade zufrieden war. So, was haben wir noch? Was ist das? Seitlicher Benzintank. Und hier noch... Ach so, ich verstehe. Letztes Mal hatte ich das Problem, dass ich nur ein seitliches Gestell hatte. Aber ich glaube, das sind generell die Anzahl an seitlichen Gestellen, die ich anbringen kann. Das ist natürlich besser. Jetzt haben wir... Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Außer, dass ich das richtig anbringe. Kann ich dich wieder abmachen? Ist egal. So. Wir machen ja auf jeden Fall die anderen auch noch.
können wir vielleicht jetzt nicht, aber beim nächsten Mal dann. Ja, hier ein Paddelreifen, da finde ich den Vorteil, es sei denn, wir gehen in nur eine Wasserzone, finde ich nicht wirklich so. Power Grip können wir nicht leisten, hier haben wir zu wenig stabile Energie. Was haben wir hier noch? Gepanzerte Tür. Und Tür mit Bleischicht. Die könnten beide sinnvoll sein. Und ich glaube, wir können sogar beide machen. Ist das nicht toll, wie viel Energie ich immer hier mitnehme? So, dann machen wir das gleiche nochmal. Nur mit der Tür mit Bleischicht. Dann können wir sogar entscheiden, welche Tür wir als nächstes kaputt machen. Ist immer so praktisch. Ah, Verzeihung. Etwas Staub eingeatmet, etwas viel. Woher auch immer. Vielleicht von meinen beiden Kaninchen. Die produzieren gerade viel Haare und Staub. So, Plasma-Verschrotter will ich auf jeden Fall einen machen. Hat das jetzt gereicht? Materialien fehlen. Nö, ich hab ja einen. Sieht aber cool aus. Na gut, dann braucht man so ein Reparatur-Farbeimer-Kit hier. So, ich hoffe, das reicht. Na, wird sportlich, dass das reicht. Ich brauche ja nur... Obwohl... Irgendwas wird es ja schon bringen. Den Pulsimeter. Ja. Alles muss repariert werden. Oh, da fehlt eine Stahlplatte. Da ist mir meine Stimme entgleist. Wie ist denn das wieder passiert? Da fehlt auch eine Stahlplatte. Und die Stahltür hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Ja, jetzt zum Beispiel. Okay, zwei Stahlplatten fehlen. Warum das? Hinten Stoßstange ist in Ordnung. Und das seitliche Gestell könnte man eventuell noch was ran tun. Hier haben wir noch Inventar. Eigentlich Ersatzstahlplatten, ich glaube nicht. Aber wir haben ja jetzt auch Carbonglasfaserplatten. Ne, wir haben Carbonglasfaser. Die Platten waren hier oben. Platte mit Bleischicht und abgeschirmte Platte. Davon Stahlblech fehlen. Ja, das können wir ja machen. Herstellen. Jetzt fehlt auch Plasma. Das ist allerdings schade. Die sieht ja schon so scheiße aus. Oh, nicht wenn sie dran ist. Das sieht cool aus. Irgendwie. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das heißt, ich kann kein Stahlblech mehr machen. Ja, aber schlecht für mich. Stahlblech ja, aber hier... Eine primitive Platte können die noch machen. Das ist nicht gut. Oh, Mülltonne der Weisheit, ich brauche eine Stahlplatte. Geht dann nicht. Ganz schön knausrig bist du heute. Stahltür, Stahltür, Scheinwerfer, Offroad-Reifen. Den Scheinwerfer brauchen wir aber auch nicht. Da haben wir zwei im Materie-Ding, zwei im Auto. Das wird reichen. Wir brauchen ja keine fünf Scheinwerfer. Ja, nehme ich gern alles mit. Die Firma dankt. Und die Firma braucht eine Stahlplatte unbedingt. Müssen wir hier eventuell eine rausnehmen. So, die sieht noch am besten aus. Weiß gar nicht, ob das einen Unterschied macht. Hätten vielleicht auch eine, die komplett down war, reparieren können. Ist jetzt egal. So, und dann kann es gleich losgehen. Nachdem wir noch eine andere Stahlplatte... Na, lag der Farbe? Nö. Das sah nur so komisch aus. So, die Stahlplatte nehmen wir mal mit. Und dann wird die halt repariert. So einfach geht es. Alles ist austauschbar. Na gut, dann... Meine Reifen, ein Reifen ist nicht im guten Zustand. Welcher denn? Die sehen doch alle gut aus. Ist wieder einer platt und ich merke das nicht. Also ich sehe nichts. Obwohl, der hier hat so ein X-Symbol abgenutzt. Reifen. Ja, passt alles, würde ich sagen. Überlebenswerkzeuge braucht man nicht. So, jetzt, wir müssen da oben hin. Können wir noch nicht.
Aber wir können doch hier hin und dann ist die Route da in Aufrei geschalten. Würde ich mal sagen, das ist der nächste sinnvolle Schritt. So, passt alles, wir können einsteigen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. So, das passt. Auto starten. Hui, und losfahren. Ich finde das mit der schwarzen Motorhaube eigentlich auch ganz schön. Ich habe, glaube ich, keinen schwarzen Lack, deswegen habe ich das nicht schwarz-rot gemacht. Naja, vielleicht finden wir ja jetzt was. Irgendwie müssen wir ja erfolgreich sein. So, Batterie, ja, ist egal. Scheinwerfer machen wir mal an. Und, hui. Wo wollen wir hin? Am besten direkt zum anderen, aber das geht ja noch nicht. So, muss ich das skippen oder lädt? Ach, das lädt schnell genug. Wenn sie es jetzt nicht anstellt, denke ich mal, bis ich mich daran erinnere, die Stelle zu finden. Also da unten wollte ich gar nicht hin. Dann will ich mal dahin und hier wäre eine Reparaturstation fürs Auto gewesen. Das wäre natürlich irre praktisch. Jetzt braucht man es nicht, außer vielleicht für den einen Reifen. Aber selbst der ist in einem okayen Zustand, würde ich mal behaupten. So, irgendwie braucht man trotzdem viel, viel mehr Fackeln. Allein um diese Thermosaftkristalle von den Puppen zu entführen. So, da ist Plasma, das braucht man auch. Wie gesagt, in der ersten Zone wird ein bisschen gelootet und dann wird durchgefahren. Oh, das macht er so schön schnell. Das macht deutlich mehr Spaß als mit dem anderen. Oh nee, Hieschen. Weg. Weg. Scheiß Hieschen. Muss das sein? Ja, nervig. Wollt doch hier noch zerlegen. So, nehmen wir mal mit. Nehmen wir alles mit. Mein Auto in Ruhe. Habe ich euch gescannt? Ja. Oh, wir sehen sogar die Kisten da drin. Wieso haben wir das nicht gleich gemacht? So, wo ist mein Hammer? Hammer nicht. Im Auto vielleicht. So. Scheiß kaputten Häschen. Jetzt haben die wieder das Radio angemacht? Ich glaub's hier nicht. Plasmaschneider tun wir trotzdem erstmal wieder da rein. Echt, wir haben keinen Hammer mitgenommen. Das finde ich wirklich dämlich. Warum bin ich dämlich? Ich weiß, ich bin öfter dämlich, aber... Ja, kein Hammer im Moment. Super gemacht, Lukas. Das heißt, das Plasma können wir auch nicht verwerten. Und Radioknopf habe ich mir gemerkt. Zumindest eine Sache. So, dann können wir eigentlich direkt hier schon durch. Schauen wir mal, ob wir noch was aufgabeln können. Ich glaube, das ist zu verschrottet da oben, obwohl... Nee, da scheint es Platten drin zu haben. Boah, Scheibenwischer stelle ich nachher aus. Die waren zu verrostet, aber hier vielleicht... Findet man vielleicht die Teile für einen Hammer. Das wäre schön. Braucht man, glaube ich, Zahnräder. Die habe ich natürlich alle daheim gelassen. Warum auch nicht. Aber... Vielleicht findet man genügend Basic-Ressourcen dafür. Es war ja noch nicht so teuer. Nein. So. Und ein Sommerreifen. Ja, das sieht nicht richtig aus. Das sieht schon besser aus. So, alles hier. Nehme ich doch gerne. Ich wette, wir haben öfter mal Loot übersehen. Ist gut mit meinem Auto, dann macht wieder merkwürdige Geräusche. So, mal schauen, ob wir einen Hammer machen können. Nö, was fehlt noch? Zahnrad und Gasflasche. Zahnrad kann ich herstellen. Gasflasche kann ich nicht herstellen. Die müssen wir finden. So ein Mist. Vielleicht können wir hier tatsächlich... Ach, ich sollte mein Auto nicht so im Stich lassen. Kommt wieder so ein unfreundliches Häschen und mopst es weg. Das können wir nicht zulassen. So, Scheibenwischer waren hier. Parken. Und irgendwo rechts müssen wir auf jeden Fall gleich hin, um Stabilitätsenergie wieder zu klauen.
Ah, hier sind noch schöne Autos. Ich glaube, ich kann auch direkt hier stehen bleiben und kurz reinwandern. Da ist sogar ein Truck da oben. Achso, das ist nur einer mit Schanze. Na gut. Müssen wir mal schauen. Okay. Wieder Anomalien, die aus dem Boden sprießen. Und so viel Wertvolles war hier nicht drin. Zumindest keine Gasflasche. So, habe ich schon reingesehen? Ich glaube ja. Ich würde mal sagen, Fackeln. Ich habe nur 3 Stück. Ich habe das so viel aufgesammelt. Habe ich die alle dahin gelassen? Ja, das ist super. Da bin ich wieder richtig intelligent unterwegs. Das sieht hier doch gar nicht so schlecht aus. Und irgendwo sind hier die Stabilitätskerne, die wir sowieso brauchen. Ist besser, das Auto ist da mal nicht in der Nähe. Und wir sehen ja, wenn sich's bewegt, indem sich die Entfernung eben... Was passiert? So, Benzintank, Stahltür. Einmal. Stahltür. Na komm, schneide doch. Was ist denn heute los? Einmal ein besseres Schneidegerät gehabt und jetzt komme ich mit dem alten nicht mehr klar. Ich glaube, hier sind keine Gasflaschen drin. Hab ich so im Gefühl. So, dann schauen wir nochmal hier. Na, da kann man meistens eh nichts wirklich machen. Nicht mal Reifen hat der. Ich glaub's nicht. Ein Geschwindigkeitskern ist da. Und irgendwo war hier doch das gelbe Zeug. Die Stabilitätsanker, bin ich jetzt komplett bescheuert? Nee, ich höre einen. Glaube ich zumindest. Oder ich höre was anderes. Ah, da ist einer. Ich hoffe, das ist auch der große Kamerad und nicht sein kleiner Freund. Das sehen wir dann leider erst im Auto. So. Ja, ja, das mag die Umgebung hier immer nicht. Hui. Hui. Nur ausweichen hilft. Nein, Häschen. Nein. Und da liegt noch ein Teil. Nein, mein Auto. Mein schönes Auto. Doch nicht gegen Baum. Ihr könnt ja gar nicht Auto fahren. Die Tür kommt wieder ran. Weg mit euch. Weg mit euch. Ihr macht das Auto nur kaputt. Ihr wisst gar nicht, wie das geht. So. Alle Türen dran. Oh. Das sieht doch halbwegs gut aus. Nicht wieder über Häschen fahren. Hui. Okay. Waren auf jeden Fall die größeren. So. Dagegen wäre ich beinahe gefahren. Das wäre aber nicht so super gewesen. Komm schon, irgendwo muss man eine Gasflasche herbekommen. Aus Autowracks eher unwahrscheinlich. Aber das ist ein cooles Autowrack. Und ich weiß nicht, was die Häschen immer mit dem Radio haben. Das ist so eine das ist eine gepanzerte Tür. Die können wir abspringen, glaube ich. Gepanzerte Platte. Sommerreifen. Nein, den will ich nicht reparieren, den will ich abbauen. So, sehr schön. Ja, damit. Dann schauen wir noch in den Kofferraum. Und da wird nicht lang gefackelt, das wird eingepackt. So, Stahlplatte lohnt sich mitzunehmen. Und ansonsten würde ich sagen, die sprengen wir jetzt ab. Dazu haben wir ja die Schärchen. Das ist auch mit abgegangen. Ja, wunderbar. So, gepanzerte Tür. Dann würde ich die hier abschrauben. Da hinlegen. Kann ich die eigentlich hier seitlich... Ja, wunderbar. Gepanzerte Platte... Ich würde sagen, hier vorne hin. Können wir nicht hier rein, aber eventuell noch hier rein. Ja, passt. Will ja nichts verlieren von meinen schönen Platten. So, und das müssen wir, glaube ich, nicht mal reparieren. Wir können hier noch zur Reparaturstation fahren.
So schlimm ist es ja hier am Anfang nie. So, dann schauen wir mal. Die ist hier oben. Dann fahren wir mal dahin und dann gehen wir raus in die nächste Zone. Also das hat sich jetzt gelohnt, meiner Meinung nach. Hier ist auch nochmal ein mir etwas unbekannteres Auto. Vielleicht nur wegen der Lackierung oder der Beleuchtung. Okay, das kriegt man so nicht auf. Oh, zumindest Stahltüren hat es hier konsequenterweise. Das ist nicht das Schlechteste. Wieso ist in Stahlplatten keine Gasflasche verbaut? Ja, ja, ich weiß. Aber Stahlblech haben wir zumindest. Und hier sehen wir alles, was uns sonst entgangen wäre. Wäre uns nicht alles entgangen, aber ich garantiere, dass immer mal ab und zu was entgangen ist. Weil da liegt jetzt schon viel Mist rum. Habe ich nicht alles gesehen. So. Braucht man nicht aufbrechen, wenn wir es direkt wegschreddern können. Oh, hier eine viel bessere Taktik. Ich höre wieder Häschen. Glaube ich. Ich bin ganz panisch, was das angeht. So. Und vorwärts. Licht brauchen wir im Moment nicht. Oh, da ist nochmal so eins. Aber wahrscheinlich ohne gepanzerte. Na, schau mal. Nee, der hat noch eine gepanzerte. Wow, das lohnt sich. Ja. Ja. Ich wünschte, der wird die Fahrertür nicht immer aufmachen. So. Parken wir es mal in die Richtung. So, dann braucht man noch Absprengwerkzeug. Und die hier hinten machen wir zuerst weg. Und da drin ist was. Wollte ich eigentlich jetzt nicht in die Hand nehmen. Trotzdem danke, Spiel. So, hier diese Atmosphärendinger finde ich. Kann ich nicht scannen, okay. Das ist halt jetzt so. Dann habe ich noch Scheren hier drin. Müsste ich eigentlich haben. Was zum Absprengen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommt das da rein. Da macht es ja viel mehr Sinn. Und dann sprengen wir das hier noch ab. Oh, schau mal, Reifen gleich mitgekommen. Warum denn nicht? So, die gepanzerte Tür machen wir mal auf die Seite hier. Können wir natürlich jetzt nicht mitnehmen. Können wir vielleicht noch austauschen gegen eine, die Schaden genommen hat. Oder hier oben rein. Aber dann haben wir wirklich kaum mehr Platz. Es ist ja dämlich, die Türen zu verlieren. Vor allem, wenn die so gut aussehen. Vielleicht passt das rein. Ja. Es hat gepasst. Aber ich finde, das Auto macht sich so langsam. Finden sehr viel wertvolle Teile gerade. Hätte man vielleicht viel früher machen sollen. Oh, ich glaube, wir müssen raus. Das Signal kommt. Ja, dann wird's wohl Zeit, was? Wegpunkt ist da. Ui, 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 ui. Die habe ich nicht gesehen. Die auch nicht, die auch nicht. Wir sind ja gepanzert. Ich sollte auf die Straße gucken. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ui, ein Glück ist das Auto schon in so einem guten Zustand. So, wir müssen mal ein bisschen querfeld ein, weil sonst dauert es eventuell ein bisschen zu lang. Bisschen Licht, damit wir die Bäume auch sehen, die auf uns zurasen. So, die Abkürzung war aber effektiv, hätte ich mal behauptet. Ja. Also ein bisschen Zeit hätte man ja noch gehabt, aber... Wozu in Risiko? Nein, ich wollte doch den Scheibenwischer. Ich habe die Taste vergessen. War, glaube ich, C? Ja, war C. Hui! Ich weiß nicht, was das Bällchen mir da sagen will. Vielleicht, dass ein Sturm im Anmarsch ist. Und dass hier was Wertvolles in der Gegend ist. Ja, wahrscheinlich eher das mit dem Sturm. Na gut. Dann wollen wir einmal hier durch. Auto war schon im besseren Zustand und ich würde gleich mal die Türen wieder schließen. So, und da müssen wir dann wieder zurück, dass wir überhaupt zum Wegpunkt kommen. Aber die Straße haben wir damit freigeschalten, hoffe ich zumindest.
Dann geht's nächstes Mal auf jeden Fall mit der Story weiter. So. Parkmodus. Und erstmal alle Türen schließen. Ah, sind sie automatisch. Oh, die sieht nicht gut aus. Da mal einmal drüber. Dafür haben wir es ja dabei. Der Rest, würde ich sagen, ist in Ordnung. Haben die echt so gelitten, nochmal die gepanzerten Platten? Komisch. Ach, ich hätte ja auch schauen können, ob wir hier eine Heilungsstation gleich in der Nähe haben. Dann wäre das echt Verschwendung gewesen. Sieht aber überhaupt nicht so aus. Ich sehe nichts mit Heilung. So, das müssen wir einsammeln und das andere müssen wir einsammeln. Und dann raus hier, dass wir tatsächlich das Missionsziel auch mal erreichen. Dann ohne Gelute direkt zum Wegpunkt. Wir haben echt wenig Energie. Und wir brauchen echt viel Energie. So. Ja, gut, nicht so viel auf die Karte schauen. Nächste an der Kreuzung nach rechts. Das kriegt man noch hin. So. Und jetzt nicht auf die Karte schauen und wieder über komische Puppen fahren. Da ist so eine Kugelwolke. Die mag mein Auto so überhaupt nicht. Obwohl, ich hätte ein paar abgeschirmte Platten. Naja. Nix riskieren. Kommen wir leicht dran vorbei. Ist das ein Truck? Nee, das ist eine Ansammlung von Mist. Schade eigentlich. So, jetzt müssen wir rechts rum. Und Truck voraus, aber nur ein Benzin-Ding, der bringt uns nichts. Für einen anderen hätte ich nochmal angehalten. Weil da immer so cooles Zeug im Kofferraum drin ist. Uff. Au. Ich bereue nichts. Ein bisschen vielleicht. So. Wo ist er denn? Da ist er. Würde ich mal sagen, halt mal hier an. Auf die Gefahr hin, dass unser Auto wieder in die Luft geschleudert wird. Oder die Häschen kommen. Mag keine Blitzhäschen. Mag keine Blitzhäschen. Nein, danke. Nein, danke. Bist du jetzt ein freundliches Häschen? Nö. Nee, gut. Kann man nichts machen. Wenn es unfreundlich sein will, ist es halt so. Und solange niemand schaut, nehme ich das. Wo ist mein Auto? Ah, da. Da ist es ja. Hat schon gedacht, ich hab's verloren. Jo, weiter geht's. Keine Zeit zum Türschließen. So, das nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Müssen ja hier mit bisschen, zumindest bisschen Energie rauskommen. Sonst hat sich das alles nicht gelohnt. Außer, dass wir die Straße freigeschalten haben. Oh nee, hier ist Instabilität. Dann mag mein Auto doch nicht. Und ich mag diese Anomalie nicht, die so wie ein Wagenheber hochfahren. Kriegt mein Auto immer Zustände, wenn es einfach so in die Lüfte gehoben wird. Hätte die Tür vielleicht doch schließen sollen. Naja. Hinterher ist man immer schlauer. Nein, Blitzhase. Blitzhase. Diesmal können sie fliegen. Ich mag die Teile nicht. Ich mag die heilenden Häschen. Oder die süßen. Ha, ausgewichen und beinahe gegen Stein gefahren. Aber schön, dass man ausweichen kann. Was ist denn hier überall los? Ist hier reines anomales Schlachtfeld. So. Ja, Wegpunkt. Gut, da hinten ist es. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt reinkommen. Ich schätze mal ein bisschen. Wir haben halt keinen Hammer. Das finde ich ist der Hammer, aber vielleicht ist hier ein Gasfläschchen drin. Nö. Irgendwas hier, was aufbegehrt. Ah, so ein Rucksack hätte ich garantiert übersehen. So. Ich würde sagen, ich hab's verloren. War doch gerade hier.
Und tschüssi. Nehme ich. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Kann ja auch mal eine gute Anomalie kommen. So, Tür ist... Nein! Das hatte ich gemeint. Das hatte ich geweint. Ich mag mein Auto gar nicht. Nein, ich hab's ausgemacht. Weg hier. Einfach nur weg hier. So. Ich weiß nicht, was dieses... Das ist doch der normale Staub, oder? Mal schon gescannt, ja? Ja, das ist die Strahlung. Na gut. Wissen wir Bescheid. So, dann würde ich sagen, fahr mal erstmal hier hin, um das Portal dann zu nehmen. Finde das ein guter Plan. Diesmal bereiten wir uns vor und fahren direkt zur passenden Straße, damit wir diesmal auch ohne großartige Konsequenzen eventuell rauskommen. Da war, glaube ich, eine Rohrpost. Hätte sich eventuell auch gelohnt. So. Ah, schön viel Plasma hätte es hier gegeben. Oh, ich würde sagen, fahren wir doch. Doch wirklich zum Wegpunkt. Das kann nicht schaden. Müssen es nicht zu früh aktivieren. Wir sehen ja, wenn wir zu nah dran sind. So. Hätte sich wahrscheinlich auch gelohnt, hier das noch zu looten. Hier fahren wir einfach dran vorbei. Müssen ja keine Experimente machen. Aha. So, ich würde sagen, das passt jetzt. Und los geht's. Ah, shit, ich habe mir so ein Häschen gefangen. Macht das mein Auto nachhaltig sehr kaputt oder lädt das nur die Batterie? Vielleicht schüttel ich es ja irgendwie ab. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das haben wir jetzt an uns. Dann nehmen wir es mit zurück in die Garage. Können wir es vielleicht ein bisschen untersuchen. Bisschen sezieren. Warum denn nicht? Oh, das schadet meinem Auto ja tatsächlich ordentlich. Das ist doof. Ich hätte noch... Hätte es noch abnehmen können. Na egal. Das schadet jetzt auch nicht mehr. Einfach rin hier. So schnell wie möglich, dann leidet das Auto so wenig wie möglich. Zumindest die Hoffnung. Aber diesmal sind wir relativ gut. Gut durchgekommen. Ach ja. Oh, ich finde das Auto geht. Haben wir ein bisschen Energie wenigstens mitgenommen. The more quirks, the merrier, huh? Ja, ich mag die Quirks immer noch nicht. So. Erstmal hier. Ja, danke, Erste-Hilfe-Schrank. So, Stahlplatte. Können wir ersetzen. Die gepanzerte Platte ist noch halbwegs in Ordnung. Die abgeschirmte Platte auch. Ja. Die nächste Route können wir auf jeden Fall schon mal ansehen, ob wir jetzt da hinkommen. Ja. Wunderbar. Ja, noch will ich nicht fahren. Ich muss ja erstmal hier mein Auto auf Vordermann bringen. So, dann können wir uns anzeigen lassen, was alles nicht passt. Und die Antwort ist so ziemlich alles. Aber wir haben hier ja noch jetzt schöne Stahlplatten und Türen, die können wir mitnehmen bzw. austauschen. So. Rein da. Die passt noch, das passt hier noch. Die Reifen sehen eigentlich auch ganz okay aus. Die Stahlplatte geht nicht mehr. Legt man einfach mal hier hin. In der Seitentasche hat man doch noch welche. Nee, das war eine Stahltür. Okay, die sieht aber auch relativ gut noch aus. Die lagern wir mal zwischen. Irgendwann braucht man sie vielleicht. Zumindest für die Teile. So, dann haben wir hier nochmal eine Stahltür. Zum Wechseln. Kommt auch mal da rein. Okay, Stahltür, Offroad-Reifen könnte man natürlich auch. Stahltür, die müsste man mal reparieren. Die Sachen sollten jetzt eh repariert sein. Na gut. Genau, da haben wir jetzt Blech. Ganz viel Blech. Müssen wir aber wahrscheinlich auch einlagern. Kann das gerade gar nicht platzieren. So. Dann
erstmal die Tür hier rein. Deswegen liegt sie da. Und die anderen zwei Stahlblechs, also das lagern wir mal ein. Beziehungsweise, ja, die Stahltür müssen wir da auf jeden Fall reparieren. Oder wir setzen einfach eine neue rein. Ja, haben wir ja eine. Sogar in der richtigen Farbe. Ist ja der Hammer. So, die nehmen wir weg. Die braucht ein bisschen mehr Liebe. Und die hat genug Liebe gehabt. Die ist so gut wie heil. Und das bekomme ich halt jetzt nicht alles da rein. Würde ich sagen, lagern wir die auch kurz mal ein. Und dann geht's weiter mit diesen schönen Teilen. Und ich müsste das andere... Ne, kriege ich gerade nicht rein. Hier haben wir noch eine Stahlplatte zum Zwischenlagern. Boah. Haben wir zum Glück ein bisschen... Bisschen was haben wir an Platz. So, und du kommst hier rein. Wunderbar. Ist irgendwas an Autoteilen dann noch hier drin? Sieht nicht so aus. Was wir als erstes brauchen, ist auf jeden Fall ein Impulshammer. Ohne den fahre ich nicht nochmal. Ein Hammer, das passt. Lampe haben wir gar nicht gebraucht. Impulshammer, so ist ausgerüstet. Ja, wir müssen natürlich hier noch ein bisschen Platz schaffen. Müssen nicht alles mitnehmen. Fürs Erste kommt der da rein, bis wir die Ressourcen kurz versorgt haben. Sü, 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 sü. Ach, ich habe zwei Brecheisen dabei. Warum denn das? Braucht doch nur eins. So, das wird dann zwischengelagert da unten. Und Stahlblechs habe ich. Na gut, das kann da rein. Das piepst wieder. Sanderson sagt, er habe einen Pickel, den er unaufhörlich ausdrücken kann. Er wird einfach nicht leer. Ganz gleich, wie lange er daran herumdrückt. Kannst du das zur Liste hinzufügen? Ja, einfach unter P wie Pickel. Das hätte ich jetzt nicht wissen brauchen, aber okay. Anscheinend ist das auch eine Art von Anomalie, die uns hier begegnen kann. Schauen wir nochmal, was der schöne Mülleimer für uns hat. Baumbonbon. Baum, ja. Noch eins. Her damit. Was ist das? Eine Konserve. Plastik, Stofffetzen, Reparaturkit. Reparaturkit. Immer gern gesehen bei mir. Und, okay. So unermüdlich ist die gar nicht. Dann können wir mal hier reinschauen. Die haben wir natürlich auch noch. Die Fackeln will ich natürlich behalten. So, dann müssen wir noch einmal voll tanken. Repariere Türen, Stoßstangen und Platten. Wo fehlt denn eine Platte? Achso, hier vorne. Upsi. Und ich dachte, wir brauchen keine Stahlplatte mehr. Hab ich mich aber geschnitten. Nee, das nicht. Hier, die Stahlplatte. Die braucht man doch gleich. So. Motorhaube muss natürlich geschützt werden. Reifen sind in keinem guten Zustand. Und die Stahltür hier auch nicht. Dann lagern wir die ein. Ich dachte, wir hätten irgendwie eine Tür, die gut ist. Die da zum Beispiel. Auch die richtige Farbe. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, ist eh gerade ein komisches Mischmasch. Offroad-Reifen, Offroad-Reifen. Ja, die sehen alle nicht mehr so gut aus. Ich frage mich, ob wir schon die nächsten machen können. Schauen wir mal zu den Reifen. Geländereifen. Carbonglasfaser können wir herstellen. So, und jetzt fehlen uns die Materialien. Mist, da fehlen mir zwei Baumbonbons. So, welcher sieht denn furchtbar aus? Der vorne wahrscheinlich. So, und du bleibst da. Geländereifen kommt vorne ran. Der wird jetzt scheiße fahren, das Auto, aber das Auto wird jetzt wahrscheinlich scheiße fahren. Das ist jetzt nun mal so. Da kriege ich es nicht rein, das ist Pech. Dann würde ich sagen, kommt das mal dahin. Und das wird der nächste Kandidat sein, den wir ersetzen müssen. Wenn auch nur durch ein gleiches Paar. Dann betätige ich noch kurz den Staubsauger. Dann sind sie versorgt und da drin. Wäre zumindest die Hoffnung. Und dann haben wir, glaube ich, hier noch einen frischen Reifen drin. Reif und frisch. So mag ich das. Und
Na, sieht jetzt eigentlich einigermaßen gerade wieder aus. Wieso ist mein Auto denn nur hier zu 74% einsatzfähig? Ich habe eine Konserve gegessen, okay. Wollte eigentlich mein Auto streichen. Passiert, würde ich sagen. Hier vielleicht wegen der gepanzerten Tür. Schön, dass wir die überhaupt haben. Die Stahlplatte hier vorne hat bessere Tage gesehen. Haben wir nicht noch irgendwie eine Stahlplatte hier gehabt? Doch, da ist eine, die wir repariert haben. In der falschen Farbe. Ah, das klärt sich dann beim nächsten Mal wieder. So. Nein! Und du wirst hier schön repariert, würde ich dir zumindest raten. So. Impulsemitter. Dann noch natürlich schauen, wie es den Scheinwerfern geht. Immer scheiße. Scheinwerfern geht's immer scheiße. Warum auch immer. Dann können wir die, die drin sind, aber einfach ersetzen. Das ist so ein Hin und Her wahrscheinlich. Kann ich nicht einfach sagen, hey, häng mal kurz daneben. Doch. Zumindest geht das. Das gleiche dann hier. Gut. Und in die Hand damit. Dann werden die repariert, neue werden verbaut, weil ohne Licht mag ich auch nie mehr fahren, wenn es dunkel ist. Ach, was ist nur aus mir geworden? So. Auto sieht gut aus. Batterie, keine Ahnung. Können wir nochmal laden. Und dann würde ich tatsächlich sagen, reicht das für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal.